Boah. Riecht nach Ei? Ich mag das nicht. Es riecht halt nach Eiersalat, ne? Also es riecht dann nach Mayonnaise. Ich finde, Eier ist das Widerlichste, was es gibt. Ich finde Eier schlimmer als Fleisch. Ja, dann wird das ja ein Pest für dich. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wird es wild, weil wir wieder vegane Produkte testen. Ich freue mich, wenn ihr auch mitmacht und mitguckt. Nee, mitmachen könnt ihr ja nicht. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber im Hintergrund, ich habe euch ja schon angekündigt, dass meine Blume, ihr könnt jetzt beim Welken beobachten, der Prozess hat angefangen. Das ist auf jeden Fall schon nicht mehr so gut. Das andere, was ihr inzwischen beobachten könnt, ist diese Deckenleuchte, die ich abgebaut habe. Wenn jemand die braucht, schickt mir gerne eine DM, weil ich muss sie noch verkaufen. Die liegt da jetzt auch einfach seit 2 Wochen oder so rum. Ja, da wird auch wahrscheinlich jetzt erstmal nicht mehr viel mit passieren. Ich weiß nicht, ob sowas auch irgendwann zu fossilen wird. Anyway, holt euch einen Kaffee, holt euch ein Wasser, holt euch ein Getränk. Ihr wisst, dass ihr die liebste Community seid, die es überhaupt gibt, ne? Also ich gucke ja die Videos an, Johannes auch. Wir gucken dann immer in die Kommentare und nach 10 Minuten Video sind schon irgendwie 20 Grüße an den Algorithmus, an Johannes, an Henry, an sonst was. Ihr dürft auch alle wieder grüßen. Heute könnt ihr aber Johannes direkt in seine Nasenlöcher grüßen, wenn ihr das wollt. Weil er macht heute nämlich mit. Tada. Tada. Wir haben eben mal geguckt, das letzte Mal, als Johannes da war, ist 9 Monate her. Und da haben wir auch so ein Essensvideo gemacht und Johannes Gesicht war auch verbrannt. Und da habe ich ihm gesagt, er soll Sonnencreme nutzen und er hat mich heute begrüßt mit, ich habe keine Sonnencreme. Er schreibt mir das jedes Mal. Jedes Mal schreibt er mir auf Insta. Was hast du letztens geschrieben? Sonnencreme. Aber was habe ich gepostet? Ich habe quasi einen Reminder geschickt, dass man Wasser trinken soll. Schaut, ja, stimmt. Go drink some water. Und er... And use Sonnencream. Und use Sonnencream. Und ich so, ja, mache ich tatsächlich nicht. Gut, also ich versuche ihm das immer nur als Arzt und als Freund zu sagen, dass Hautkrebs und Hautalterung, Hyperpigmentierung, sämtliche Probleme und so, aber gut, er ist halt auch noch jung und naiv. Aber Johannes hat sich auch ein Getränk, hat auch ein Getränk bekommen von mir. Denkt an euer Getränk. Denkt an euer Getränk. Was ich aber sagen wollte ist, dass es ja eigentlich ganz cool ist, wir haben vor 9 Monaten bei der Kanal, glaube ich, noch nicht ansatzweise so groß, ich weiß nicht mehr wie groß, aber... Ich glaube so 30.000 oder so waren es. Ja, jetzt sind wir bei fast 80, das heißt, ganz viele von euch werden ihn nur namentlich kennen und das finde ich irgendwie ganz cool, dass du jetzt nochmal da bist und... Freut mich, hier zu sein. Sehr gerne. Aber das war's jetzt auch. Du darfst gehen, die wollten nicht vielleicht noch einmal... Nee, aber ich find's cool, weil die Leute immer Johannes grüßen und ja, voll. Den Algorithmus. Immer richtig süß. Wie nimmst du das denn wahr aus der Cutter-Perspektive? Wir fangen gleich mit dem Essen an. Beruhigt euch. Was genau meinst du? Naja, also wie ist denn das so... Du siehst die ganzen dreckigen Seiten, die du rausschneidest, die ihr nicht seht. Oh ja. Ich hab nichts gesagt. Wie ist das so, zu schneiden und wie ist es so, die Community wahrzunehmen und so, dieses ganze Erlebnis? Krass. Also die Community ist heftig. Das ist krass. Wir lieben euch. Wir waren bei einem großen Edeka in Hamburg und das Wichtigste ist, ich habe die Quittung aufbewahrt. Ausnahmsweise mal. Jedes Mal, wenn er es vergisst, muss ich ja googeln. Und dann google ich die Sachen und teilweise existieren die einfach nicht online. Und dann dafür nicht einfach Preise. Nein, tue ich nicht. Nein, er findet keine Preise. Aber was willst du mir damit sagen, dass ich einfach ein sehr schlechter... Ja, voll schlecht cool. Organisiert. Ein schlechter Mensch, wollte ich gerade sagen. Nee, was? Aber wir haben auf jeden Fall wilde Sachen gekauft. Wir stellen euch die gleich alle nacheinander vor und wir probieren die beide. Haben wir irgendwas davon, was wir kennen? Nee, ne? Na, ein, zwei Sachen, glaube ja, ich, genau. Kannten wir, wollten wir euch mehr zeigen, weil die geil sind. Aber der größte Teil, den kennen wir nicht. Die letzten 3 Produkte werden ein bisschen verrückt, glauben wir. Also wir wissen natürlich noch nicht, wie die schmecken. Und wenn jetzt irgendein Schlawiner auf die Idee kommt, nach hinten vorzuspulen, kann ich natürlich nicht davon abhalten, aber guckt das Video mal ganz, bitte. Es lohnt sich, jedes einzelne Produkt. Leute, ganz kurzer Einschub, bevor wir mit dem Video weitermachen. An dem Tag, als wir das Video gedreht haben, war ich mit Aya schon noch essen, Mittagessen. Und endlich habe ich mich getraut. Ich habe ihm gesagt, dass ich seinen Podcast nicht gehört habe. Beziehungsweise eine Woche davor erst, auf einer langen Autofahrt, die ich hatte, vom Süden, da wo ich wohne, Richtung Berlin. Und da habe ich mir die Zeit genommen. Ich habe 3 oder 4 Folgen angehört. Ich kann nur sagen, hört euch den Podcast an. Er ist so gut. Ich hatte mehrmals Gänsehaut. Ich hatte Tränen in den Augen. Es war so berührend. Und ich kenne Aya schon wirklich sehr gut. Und ich weiß, er hat so viel Leidenschaft, er hat so viel Liebe in diesen Podcast gesteckt. Es ist wirklich ein Herzensprojekt für ihn. Und wir haben uns auch in der Zeit, als er den Podcast produziert hat in Berlin, auch getroffen. Er hat mit so viel Leidenschaft und mit so viel Liebe darüber geredet. Wirklich, Leute, tut mir den Gefallen, hört ihn euch an. Lasst uns den Podcast wieder in die Charts bringen, in die Podcast-Charts. Und ja, vielen Dank und ganz viel Spaß mit dem Video. Gut, dann fangen wir mit dem Gerät hier an. Salted Caramel Rittersport, da steht neu drauf, deswegen habe ich es gekauft. Einfach was Neues. Aber bist du Schokoladenesser? Eigentlich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Ich habe gar keine Süßigkeiten. Ich
Ich muss dazu sagen, wir waren eben gerade essen im Pappen in Hamburg. Sehr zu empfehlen. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel gegessen. Es kam die Kellnerin und meinte so, kommt da noch jemand hin? Oder seid ihr zu zweit? Und wir so, wir sind zu zweit. Ups. Ja, ich habe tatsächlich potenziell bestelle ich manchmal zwei Hauptspeisen, weil ich so Hunger habe. Ich war drin im Restaurant, habe mir die Karte angeguckt, habe ihn dann per WhatsApp geschrieben, obwohl er 3 Meter von mir entfernt war. Was möchtest du? Und er hat gesagt, ich nehme einfach das, was du nimmst. Und ich so, ja, okay, gut, dann auch zwei Hauptspeisen. Dann waren es 4 Hauptspeisen. Ja, gut. Und wir wussten natürlich nicht, dass wir danach noch fett essen. Aber wir haben alles aufgegessen. Das stimmt. Also Salted Caramel Rittersport vegan. Boah. Aber ich bin eh so ein Salted Caramel Fan. Boah. Wenn ich mal so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das schmeckt richtig geil. Mhm. Das schmeckt wie Daim. Daim? Du kennst es ja nicht, diese roten. Ja, doch, doch. Boah. Schaukakao ist das lecker. Keine Ahnung, ob ihr Schokolade mögt, aber wenn ihr Schokolade mögt und Karamell mögt, also für mich eines der besten Schokoladen, die ich seit ever probiert habe. Also es erinnert mich an. Oh, krass. Als Kind habe ich einfach so viel Daim gegessen. Ich habe es geliebt, ich habe es bei meiner Oma immer viel gegessen. Was gibst du der Schokolade? Ohne Scheiß, ich 10 von 10. 10 von 10? Ja, für mich ist es 10 von 10. Ich glaube, so eine 9 von 10. Okay, geil. Ja. Krasse Geschichte, schön. Auf jeden Fall. Sehr lecker. Kann man empfehlen. Wer hat sich nicht auch immer schon gedacht, nach so einer Schokolade ein richtig leckerer Eiersalat? Ja, machen wir immer. Edeka Eigenmarke, My Veggie Eifrei Salat. Also uns wird es auf jeden Fall am Ende dieses Tests nicht besser gehen als vorher. Glaube ich auch. Riech mal. Boah. Riech nach Ei? Ich mag das nicht. Es riecht halt nach Eiersalat, ne? Also es riecht nach Mayonnaise. Ich finde Eier ist das Widerlichste, was es gibt. Ich finde Eier schlimmer als Fleisch. Ja, dann wird das ja ein Pest für dich. Ey, das ist eigentlich ein Ekelvideo. Oh, nee. Also ich finde es tatsächlich sehr lecker, wenn man das mag. Ich würde es mir nicht kaufen. Kotzt mir nicht die Bude voll. Ich weiß nicht warum, aber das ekelt mich gerade echt an. Ja? Mhm. Das heißt, sehr krass, also auch diese weißen Stücke hier drin. Guck mal, seht ihr das? Das sind halt so weiße Stücke Eier. Mhm. Also sind es nicht, aber... Warte, ich muss nochmal probieren. Achso. Weil irgendwie am Ende war es doch ganz... Vor allem, ich lieb's ja auch, ne? Ich, der... kein Problem mit Eiern hat, macht so. Und Johannes so. Ich nehme. Ich ekel mich davor. Ja, die ganze Packung. Oh, no. Also es ist wirklich crazy. Die Konsistenz ist Ei. Ja, was vielleicht auch nochmal erwähnenswert ist, diese Tests, die wir hier machen, ne, und dieses Vorstellen, das gilt vor allem den Leuten und den Menschen, die vielleicht so Hilfe beim Umsteigen brauchen, nicht in der Bahn, sondern bei so auf vegan. Ich weiß, dass man solche Produkte nicht dauerhaft und nicht jeden Tag essen sollte und dass eine ausgewogene Ernährung auf sowas nicht angewiesen ist. Ne? Aber wir sind am Ende Gewohnheitstiere und ich finde es trotzdem cool und auch ich greife gelegentlich zu sowas zurück. Jetzt nicht speziell zu dem, aber... Ich auf jeden Fall auch. Letzte Woche, lange Autofahrt, keine Zeit gehabt, irgendwas zu kochen, irgendwas zu kaufen. Erstmal einen Eiersalat gegönnt. Und dann habe ich einfach beim Edeka, kein Eiersalat, Fleischsalat in den veganen. Hast du echt? Ja, ja. Und? Ja, ging so. Aber fürs Auto, für so eine Autofahrt ist es auf jeden Fall okay. Ja. Okay, was gibst du dem Eiersalat, dem No-Eier, ohne Eiersalat? Boah, am Anfang war es wirklich eine 0 oder eine 1 für mich. Und dann wurde es zu einer 3. Würde ich mir nicht nochmal kaufen. Okay, aber also ich glaube, wenn man das mag, also wenn man die Richtung mag, so im Sinne von Eiersalat, dann ist es für mich eine 8 von 10, weil es wirklich sehr nah an das rankommt, woran ich mich erinnere. Ja, das stimmt, okay. Würde ich mir das sonst so kaufen? Wahrscheinlich nicht. Ist nicht so mein Ding, aber ich finde es schon sehr gut. Ja, dann gehe ich auf eine 6. So. Wir haben gerade ein Produkt rausgeholt und wollen das gerade trinken und irgendwie hat in dem Moment bei mir so eine kleine Glocke geleuchtet, geklingelt. Mm. Glocken leuchten nicht. I don't know. Sprichwörter, ihr kennt mich. Und zwar ist das dieses Y-Food-Produkt hier. Ich hatte dann auf einmal irgendwie ein komisches Gefühl dabei und habe irgendwie mich daran erinnert, dass ich meine, dass Nestle die aufgekauft hat. Jetzt hat Johannes das gegoogelt und ja, es ist von Nestle aufgekauft worden. Nestle. Und deswegen ist das quasi jetzt eine Anti-Werbung. Also diese Marke ist von Nestle aufgekauft worden und deswegen werden wir die nicht probieren und wir wollen euch explizit sagen, kauft sie nicht. Theoretisch gesehen können wir sie sogar noch zurückgeben, weil es noch verschlossen ist und wir den Kassenbon noch haben. Also werde ich das auch noch tun. Jetzt darf Johannes eins aussuchen, auch wenn wir die zusammen gekauft haben und eigentlich wissen, was da drin ist. Gucken wir mal so, als wissen wir nicht, was da drin ist. Oh, was ist das denn? Die feurige. Ey, ohne Witz, ich stand davor, dass die feurige, Gutes ohne Zusatzstoffe, nach Cabanossi-Art. Was ist das? Ja, Cabanossi, habe ich dir Johannes eben im Supermarkt schon gesagt, für mich hört sich das nach einem Fußballer an. Cabanossi. Das ist schon wieder was anderes, das hört sich wieder italienischer an. Cabanossi. Ah ja, soll es doch. Boah, das riecht... Wieso riechst du am Plastik? Riech mal, das riecht schon da durch. Ah, krass. Er vertraut mir einfach nicht. Nee, ich meinte... Heftig. Und Cabanossi schießt und... Kein Tor leider, aber, oder? Hört ihr das auch? Ja, aber Cabanossi klingt wie ein italienischer Fußballer. Cabanossi wurde gerade aufgekauft für 300 Millionen Dollar von Dortmund. Ich habe ja auch keine Ahnung von Fußball. Ich wollte gerade sagen, das merkt man, oder? Dass wir keine Ahnung haben. Also ich finde, das sieht tatsächlich aus wie so Kaustangen für Hunde. Ich weiß auch nicht, warum die so hart sind. Also ich finde, das hat auch... Das geht nicht. Das kriege ich hin.
krass. Krass. So erkennt ihr vegan lebende Menschen. Nach einem Jahr sehen alle Finger so aus von uns, weil wir so krasse Mangelernährung haben, Erscheinung. Aber da ist doch eine Haut drüber. Oh, da ist eine Haut drüber. Boah, das sieht irgendwie eklig aus. Wie so beefy. Sieht man das? Boah, das sieht, wieso sieht das widerlich aus? Ich finde, das sieht irgendwie widerlich aus. Nee, ich finde, das sieht super appetitlich aus. Aber ich, oh wow. Okay, weißt du, was ich passe jetzt an? Ja, mach. Oh, aber es riecht tatsächlich ganz geil. Pelle aus Zellulose nicht zum Verzehr geeignet. Ja, danke, der Hinweis kam zu spät. Konsistenz ist ein bisschen zu sehr Gummi, oder? Aber an sich, Geschmack ist so, ich sage jetzt mal meine ehrliche Meinung. Ich bin ein bisschen überrascht. Der Anfang ist zu hart, wie so ein fester Autoreifen. Mhm. Aber dann, ohne Scheiß, ich finde, es schmeckt nach Beefy. Mhm. Findest du nicht? Der Anfang ist Horror, weil es wirklich eine furchtbare Konsistenz hat. Es ist tatsächlich ein bisschen würziger als Beefy. Also zumindest so, wie ich es im Kopf habe. Die Würze ist ein bisschen anders, aber wenn man das ein bisschen gekaut hat... Ich lasse euch da gerade daran teilhaben, sorry. Ganz geil. Muss ehrlich sagen, ich bin sehr positiv überrascht davon. Was kriegen die italienischen Fußballsalamis von dir? Ich glaube, ich habe schon bessere gegessen auf jeden Fall. Eine solide 7. Ich glaube, 7 ist eigentlich sehr gut. Ich würde eine 6 geben. Ich war tatsächlich 6,5, aber ich finde so, die Konsistenz ist das Einzige, was es für mich echt ein bisschen kaputt macht am Anfang. Mm. Aber danach, der Geschmack ist wirklich gut. Die Würze ist gut, ja. Also ihr müsst quasi so ein bisschen da durch. Müsst euch das so vorstellen wie bei einem Marathon. Man muss so die ersten Muskelkater überwinden und dann geht's. Ich weiß gar nicht, ich bin noch nie Marathon gelaufen, deswegen rede ich auch so. Anyway, nächstes Produkt. So, das nächste ist eine Edeka Eigenkreation. My Veggie. Hirtengenuss. Der Saft von Menschen, die Tiere halten. Hirten. Ein Hirte hält doch, oder? Ein Hirte hält doch Schafe, oder? Not judging, wenn die ihren Saft abgeben wollen, freiwillig. Nee, es ist. Ich weiß, warum heißt das in Hirtenkäse? Weiß ich gar nicht. Warum heißt es überhaupt Käse? Käse. Käse. Ich finde es richtig gut, dass so Eigenmarken von den ganzen Supermärkten gemacht werden. Ja, also, dass es nicht nur Better gibt. Simply V. Da gibt es so einen griechischen. Vio Life kenne ich noch. Ja, deswegen ist es ganz geil, dass dann die ganzen Supermärkte selber kommen. Krass, okay. Boah, es riecht aber schon. Oh, der Geruch ist... Oh, riecht gut. Krass. Ich stelle mir manchmal vor, mach mal die Augen zu. Mhm. Mach einfach die Augen zu und jetzt riech mal. War das deine Achsel? Das meine ich. Manchmal finde ich, dass so Essenssachen einfach so nach totem Fuß oder es könnte halt auch einfach jemand sein, der so 3 Wochen lang Sport gemacht hat und dann so, hier, das ist mein Fuß, so riecht der. Aber halt in Kombination mit dem, was ich sehe und dass ich weiß, dass es halt Hirtenkäse sein soll. So, ich probiere das jetzt. Ja. Finde den richtig salzig. Ey, die Konsistenz ist richtig gut. Aber die Konsistenz ist sehr, sehr gut, ja. Ich glaube, ich habe noch nie so einen guten, weil das andere ist ja immer so zu sehr so Gummi. Ich finde den Better richtig gut, aber ich finde den auch sehr, sehr gut. Den Better hatten wir letztes Mal im Video, glaube ich. Der ist echt gut, ey. Ich bin krass überrascht. Also es geht so sehr nah an so echten... Ich finde, Feta ist noch ein bisschen fester, oder? Vielleicht auch nicht, vielleicht täusche ich mich auch. Okay. Aber richtig gut. Alter. Ich finde den auch sehr, sehr gut, also für Salat und sowas. Ich würde dem eine 8,5 geben. Ich eine 9. Cool. Wirklich gut. Jetzt kommen wir zu einer Marke, die ich tatsächlich eigentlich sehr, sehr gerne... Was heißt eigentlich? Ich finde einfach nur, ich bin skeptisch über dieses Produkt. Green Force. Kennst du die? Green Force an sich? Mhm. Ja. Ich finde, die machen die besten veganen Frikadellen, die es gibt. Echt? Ja. Also die gibt es halt... Die hier gibt es in Kardellen ohne Füllung. Weil hier ist ein vegane gefüllte Snackbällchen Ratatouille. Und ich finde halt diese Füllung ein bisschen unsexy, um ehrlich zu sein. Echt? Ja. Also ich finde, die machen generell sehr, sehr gute Sachen. Und die kann man anscheinend warm und kalt essen. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, hier drin sieht es ölig aus. Ich wollte gerade sagen, sehr fettig, ey. Boah, ey, mein Magen, ne? Ohne Scheiß, Leute. Ihr wisst gar nicht, was wir hier gerade auf uns nehmen für euch. Ach, deswegen macht es gerade die ganze Zeit Geräusche bei mir. Ja. Und das mit Füllung, oder? Mhm. Ja. 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 Weiß ich jetzt nicht. Ist ganz nett, aber... Vielleicht, wenn es angebraten ist oder so? Ja, bisschen boring. Also die Sache ist die, wenn ich so richtig verzweifelt hungrig wäre, würde ich die ganz geil finden und für so eine Autofahrt oder für so ein Picknick. Die Füllung ist sehr wenig. Auf dem Bild sieht es so aus, dass da richtig viel Füllung drin ist. Wenn man da reinbeißt, ist da kaum was drin. Also ich finde es nur okay. Also für mich wird es eine 5,5. Für mich eine 5. Weil ich finde den Geschmack jetzt nicht sonderlich gut. Die Konsistenz ist okay. Mir fehlt ein bisschen Pep. Kann ich so unterstreichen. Gut. Weißt du, woran ich immer gemerkt habe oder woran ich merke, dass Werbung funktioniert? Ich erinnere mich noch an Werbespots aus meiner Kindheit. Exquisa, keiner schmeckt mir so wie dieser. So, und auch voll viele andere. Zotzani, fruchtig, sani, frisch, hinein, ins Weekend, vielen, nein? Mm-mm. Okay, Zotzani-Joghurt. Jedenfalls ist das nächste Produkt. Ich wollte den immer mal probieren, der vegane Exquisa, 100% vegan, deswegen auch vegan, wie ich schon gesagt habe. Ja, riecht sehr neutral. Ich finde auch, der riecht sehr neutral. Ist aber auch neutraler, oder? Ja, aber trotzdem, Frischkäse hat ja schon eine Eigennote.
probiere. Probieren Sie. Hier steht, finde ich überhaupt nicht, finde ich bah. Bäh. Was ist das? Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Das ist das, was ich mich immer gefragt habe bei so Produkten, ne? Also es gibt ja zwei Varianten. Entweder die denken sich, okay, let's do this all in vegan und wir machen nochmal richtig schön Schotter mit den ganzen veganen Menschen, weil wir scheißen eh drauf. Tierethik ist uns ja egal, ob jetzt die Kühe umgebracht werden oder nicht, ist uns ja egal. Wir wollen ja einfach nur extra Geld mit veganen Menschen verdienen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass sie sagen, lass die mal richtig ärgern. Dass sie sich halt so denken, boah geil, hast du das mal probiert, das schmeckt richtig kacke. Denkst du wirklich? Nein, natürlich nicht. In so einem Konferenzraum. Naja, aber guck mal. Was machen wir jetzt? Das geht doch durch so viele Instanzen durch. So viele Menschen probieren das und riechen das. Und die machen bestimmt auch Blindverkostung. Du kannst mir nicht erzählen, dass ganz viele Leute sagen, der schmeckt richtig gut. Das kannst du mir einfach nicht erzählen. Ich finde den echt nicht geil. Also wirklich so gar nicht geil. Ich würd dem eine 2 geben. Ja, ich finde es nicht ganz so schlimm, aber... Also ich finde, der hat auch einen fiesen Nachgeschmack. Ja, also ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist irgendwie so eine Säure fast irgendwie, oder? Ja, und vor allem, das schmeckt ein bisschen wie, so stelle ich mir Socken vor im Mund. Benutzte. Und was ich nicht verstehe ist, Frischkäse gibt es ja schon richtig guten. Also sehr vielen. Es gibt von voll. Eigenmarken richtig guten, von Alnatura, der ist super. Von Simply V gibt es richtig viele gute. Von Vio Life gibt es einen guten. Und dann kommt so diese große Exquisa-Marke, schreibt sich drauf, Ja, was denn die draufschreiben? Ja, ich würde das Mimm einfach weglassen und einfach nur 100% vegan. Dann stimmt die Aussage. Gut. Oh mein Gott. Ja. Okay. Ich war ultra krasser Schlagsahnenesser als Kind, weil ich einfach zum Beispiel Erdbeeren mit Schlagsahne geliebt habe, die Kombination. Und ich bin mir sicher, da draußen, das könnt ihr uns gerne in den Kommentaren mitteilen, vergesst nicht, wenn ihr den Algorithmus nicht grüßen wollt, ne, ihr dürft auch so kommentieren. Jeder Kommentar ist eine Umarmung für den Algorithmus. Ich liebe das und das ist jetzt hier vegane Schlagcreme von Rama. Ich habe eben das vorhin auch im Edeka gesagt, ich benutze keine Schlagsahne. Ich wüsste nicht für was. Hier steht übrigens auch nicht drauf. Das einzige Problem ist, ich habe keinen Stabmixer da. Ich werde das jetzt in meinen konventionellen Mixer reinballern und langsam machen und hoffe, dass das dann funktioniert. Dann sind wir mal gespannt. Wir nehmen euch mit. Das wird bestimmt nicht gut gehen. Sieht man? Schon, hat geklappt, ne? Naja. Oh, nee, hat's nicht. Also wir haben es euch ja einmal schon gezeigt, ich habe leider nichts anderes als diesen Mixer hier, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt der beste Test ist, aber ich war sehr neugierig und es ist halt jetzt ein bisschen enttäuschend, aber ich probiere es jetzt. Hä? War gut? Schon gut, ne? Fehlt ein bisschen Zucker so? Ja, es hat jetzt gar keinen Zucker drin, also wir haben es nicht gesüßt, aber ich finde es auch tatsächlich so. Sehr, sehr gut auch. Also es hat einen ganz leicht anderen Nachgeschmack als Sahne. Also boah, jetzt kommen gerade so Kindheitserinnerungen. Ja, siehst du? Meine Mom hat es früher auf jeden Fall benutzt. Mm. Das ist gut. Mhm. Also richtig gut, dem würde ich auf jeden Fall safe irgendwie eine 8 geben. Also 7,5. Ich finde, es schmeckt halt wirklich wie damals, also kann auch eine 10 sein. Also für mich nicht, weil ich finde die Konsistenz nicht so geil und ich finde einen ganz leicht anderen Geschmack hat es für mich schon noch. Okay, dann habe ich hier noch eine Sache, die ich jetzt nicht unbedingt probieren möchte, weil ich die schon kenne. Die wollte ich euch mehr oder weniger nur empfehlen. Du kennst die nicht. Tempeh generell oder nee. Die Marke? Nee, die Marke. Also ich weil finde, Tempeh esse ich einfach nicht. Genau, Tempeh ist gesund, es ist eine gute Eiweißquelle. Ich finde es generell sehr lecker, es kann aber auch echt mies schmecken. Und echt? Der Tempeh von der Tempeh-Manufaktur ist wirklich mein absoluter Lieblingstempeh. Den kann man roh essen, den kann man sich anbraten, den kann man irgendwie sich auf Brot machen, also angebraten oder roh. Ich finde den einfach mega lecker. Den gibt es in verschiedenen Gewürzdingsausrichtungen. Das Gerät ist Gyros und das andere ist irgendwie indisches Curry oder so. Super lecker, kann ich sehr empfehlen. Ist aber nicht billig, das ist das Einzige, was ein bisschen doof ist, aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht das Riesenunternehmen. Da ist auch ein Foto von der Familie hinten drauf. Wie teuer war das? 85 Euro oder so. Ah. Also geht. Nee. Ja, solange es unter 90 Euro ist, alles gut. Nee, ich glaube 3,29 Euro oder so um den Dreh, glaube ich. Tempeh 3,99. 3,99? Mhm. Boah, dann haben die aber angezogen. Ist schon teuer. Boah, das ist aber teuer geworden. Das wie war einmal viel Gramm? 200 Gramm. Boah, das ist richtig teuer geworden. Boah, krass. Krass. Ja, okay, das ist ein bisschen doof. Ich meine, es ist alles teurer geworden, aber das ist schon irgendwie echt schade. Es ist eh schade, dass so Sachen so teuer sind. Mhm. Voll. Ja, damit ist meine Empfehlung jetzt auch wieder ein bisschen eingeschränkter. Also ich finde, geschmacklich ist es echt super. Dann hatte ich noch die Roasted Peanut gefunden. Ist auch neu. Willst du die noch probieren? Ja, oder? Ja, komm. Gönnen wir euch jetzt noch. Mhm. 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 Also was ich einfach mal sagen muss, wieso gibt es überhaupt noch nicht vegane Schokolade? Mhm. Also mir kann keiner erzählen, wenn man das isst, dass man das Gefühl hat, da fehlt total viel. Ja. Das schmeckt so krass nach Schokolade einfach. Mir ist es zu süß tatsächlich. Ich weiß, die ist wahrscheinlich süßer, aber dadurch, dass es krokant... Da ist also Salz noch, salted. Ja, vielleicht auch deswegen. Hier ist... Aber es ist gut. Weniger Zucker drin und es ist süßer vom Geschmack. Ich mochte das andere viel lieber. Also es ist für mich eine 8 von 10, auch sehr lecker. Aber ja. Für mich ja auch 8.
Ich habe euch die Marke, glaube ich, schon mal empfohlen oder zumindest, doch, ich habe das letzte Mal, habe ich schon was von denen empfohlen und zwar von Green Mountain, Hähnchenfilet. Das war auch das, was ich im letzten Video von uns beiden erwähnt habe und du kanntest es noch nicht. Ah. Da habe ich sogar Bilder eingeblendet irgendwie. Ja, du hast recht. Ja, und dann haben wir darum gestritten, ob es jetzt 5 Euro oder 6 Euro waren. Könnt ihr euch angucken. Ist auf jeden Fall sehr teuer. Schaut euch das Video auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht angeguckt habt. Und ich habe jetzt hier 2 neue, die ich noch nicht kenne, deswegen wollte ich die unbedingt ausprobieren und zwar einmal Plant-Based Steak und Plant-Based Steak Schweineart. Fasern auch und so. Mhm. Und was ich an beiden auch echt mag, ist, dass die halt jetzt von den, sind jetzt nicht zu gepumpt mit super viel Mist. Das ist jetzt der nach Schweineart, der ist mir unten ein bisschen angebrannt. Da bin ich jetzt echt gespannt. Aber auch absurd eigentlich so nach Schweineart. Einfach der Begriff schon. Geil. Mit so leckeren Produkten. Aber irgendwas stört mich. Vielleicht das Verbrannte. Das kann gut sein. Was ich finde an diesen Produkten, das ist was ich mag, ist, dass die halt nicht so krass nach Tier schmecken. Man würde schon schmecken, dass das nicht Fleisch ist, aber ich finde die trotzdem sehr lecker und sehr würzig und die Konsistenz finde ich gut. Was würdest du geben? Das kriegt eine 8 von mir. Von mir auch. Ah, gut. Das ist jetzt dieses Steak, was ich noch nie probiert habe. Ich habe es auch wieder ein bisschen verkokelt. Es riecht halt auch krass. Boah, das ist schon fast zu krass. Das ist irgendwie scary gerade. Ja? Allein wie es aussieht, warte, ich zeige euch das mal. Der sieht so crazy aus. Ich hab's oben aber abgeschnitten, to be fair. Ich find's krass. Und der Geschmack ist krass. Witzigerweise fand ich das andere krasser. Echt? Mhm. Ich fand das nach Schweineart besser, also mir hat's besser geschmeckt von der Konsistenz und auch näher am Original als das. Also das ist auch gut, 7,5 von mir. Aber ich finde die Konsistenz nicht ganz so gut. Da ist ein bisschen mehr Widerstand noch beim Kauen, was ja für Steak vielleicht auch Sinn macht. Ja, voll, dieses Fasige. Ja, aber ich find's einfach, also ist auch sehr gut. Ich würde wieder eine 8 geben. Okay, das darfst du. Ist geil. Darf ich? Danke. Dann haben wir von der Greenforce Marke noch was gefunden, das tatsächlich einfach jetzt eher aussieht wie irgendwie, weiß ich nicht, wie sieht das aus? Schuhsohlen mit Gewürzen in Tomatensauce? Ja, so ein bisschen. Aber die Verpackung erinnert auf jeden Fall an so Fleisch. Das stimmt. Weißt du, was ich meine? Aber das ist auch das Einzige, was mich daran erinnert. Mal gucken, vielleicht der Geschmack. Das letzte Mal wurde viel gefragt, wo ich das alles gekauft habe. Nur noch mal klarzustellen, das ist ein großer Edeka bei mir. Ich weiß nicht, wo es diese Sachen sonst gibt. Das ist ein riesen Edeka. So, hier riech. Jetzt probier. Ich nehm's auch mit der Hand, komm. Das riecht aber gut. Mm. Krass. Mmh. Oh. Habe ich nie mit gerechnet, dass das so gut schmeckt. Mhm. Wow. Also es hat ein bisschen so eine ganz leicht gummihafte Konsistenz und ganz leichter, oder? So ein bisschen. Aber noch okay. Aber lecker. Auch gut gewürzt. Schmeckt mir richtig gut. Würde ich auf jeden Fall. 7,5. Ich würde sogar eine 8 geben. Geil. Dann haben wir was gefunden, von dem wir beide so dachten, lecker, lecker. Könnte eklig sein, ist aber was, ich weiß nicht, wie warst du mit dem Thema Currywurst? Oh, ich war nie in dem Game, nie im Currywurst-Game. Ich hab's geliebt. Echt? Ja, voll. Oh, also so jeder Weihnachtsmarkt, Kirmes und Dom und was auch immer es gibt. Echt? Immer Currywurst, ja. Oh, das sieht irgendwie weird aus, also das sieht auf jeden Fall nach so Landschulheim-Essen aus. So Kantinenfraß. Ja, genau. So. Erinnert mich an meine... Oh, oder Krankenhausessen. Ja, auch. Stimmt. Ja, Krankenhausessen sah so aus. Erinnert mich irgendwie an meine Studienzeit. Ja. Und, also was ich total, also ich jetzt schon mal sagen muss, was mich nervt, wenn ich mir sowas kaufe, ne, dann möchte ich, dass das easy herzustellen. Also, was ist easy? Dann denke ich mir, das muss doch super easy sein. Das kann man nicht mal so in die Mikrowelle tun, weil das hier aus irgendwas ist, was die Mikrowelle nicht verträgt. Und jetzt? Ja, und jetzt muss ich es umfüllen. Das ist sehr viel Arbeit. Also, es sieht jetzt nicht so super appetitlich aus, aber am Ende sieht Currywurst halt so aus, ne, muss man auch sagen. Irgendwie traue ich der Sache nicht. Es riecht halt nach Curry. Wie soll ich das jetzt deuten? Warte, sag nichts. Sag erstmal nichts. Ist das deren Ernst? Ist das ein Witz von euch, die das produziert haben? Das ist halt, also es könnte literally sehr alter Spargel sein da drin. Stimmt. Also es hat halt null. Null Widerstand. So. Null. Also du kaust so, die Zähne kommen so zusammen und es schneidest du durch wie so Butter. Ja, die Soße ist ganz gut, aber jetzt auch nicht überragend. Also, ist tatsächlich zu süß ein bisschen. Ja, finde ich auch. Ich finde die okay, die Soße. Warte mal. Aber diese Würstchen. Boah, die gehen gar nicht. Sind so lächerlich. Also sorry, wenn ich jetzt so abwertend bin, aber das ist wieder was, wo ich nicht verstehe, dass Leute das freigegeben haben, die das produziert haben, die gesagt haben, ja, nee, das finden wir gut von der Konsistenz. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Mensch in seinem Leben noch nie eine Wurst in seinem Leben gegessen hat und ich meine das in keinster Weise sexuell, dann, das ist ja echt so schlimm, dann kann ich verstehen, wenn man das alleine produziert,
produziert in einem Wald oder so. Du bist alleine und denkst dir so, ich mache heute mal ein Konzept für eine Currywurst. Und du probierst das und denkst dir, finde ich okay. Das ist das einzige Szenario, in dem ich das akzeptiere. Was ist das? Ohne Witz, so stelle ich mir Känguru-Penis vor. Immer wenn ich diese Dschungelcamp-Sachen sehe, das ist sau eklig jetzt, Leute. Es tut mir wirklich leid. Und ich finde das auch höchst verwerflich, was da passiert. Das müsstet ihr wahrscheinlich bei mir wissen. Ja, klar. Aber immer wenn ich das also früher gesehen habe, boykottiere das schon lange, habe ich immer bei diesen Knorpels, das schmeckt wie Knorpel. Ja. Du willst so Widerstand machen, ja. Also du willst so kauen und es zergeht einfach. Das ist ganz, ganz unangenehme Konsistenz und ich würde dem eine 1 von 10 geben. Toll, bin ich d'accord. Also das unnötigste Produkt ever. Mit so viel Potenzial auch, ne? An sich, so Currywurst ist was Geiles. Und es gibt geile Currysoßen. Und es gibt auch schon genügend gute vegane Würste. Das stimmt, ja. Also. Stimmt. So, die letzten zwei Produkte. Also, das ist irgendwie so ein Produkt, von dem ich das Gefühl habe, dass ganz viele Menschen sagen, das fehlt noch. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht kennt es auch schon Leute. Und es handelt sich um Parmesan. Nee, die Marke ist ja krass. Dr. Manna war ja früher Happy Cheese. Und dann Cashew-Bert, oder? Nee, Cashew-Bert ist einfach nur eine Sorte von dem Käse. Von diesem. Wusste ich natürlich. Das war ein Test. Wie heißen die? Camembert. Camembert. Genau. Der beste Camembert ist von Wies. Weze. V-E-E-Z-E. Die macht so individualisierten Käse. Da stand dann Aljoschas Camembert. Und ich habe mir meinen gewünscht mit Chili und Walnüssen. Krass. Der war so lecker. Warte, im Käse stand dein Name. So eingraviert. Nee, auf der Packung. Ach so. Keine Ahnung. Wieder so, wie stand nicht im Käse drin graviert und wenn man den aufgeschnitten hat, nochmal ein 3D-Bild von dir. Doch. Wer weiß. Johannes hat auch direkt irgendwie eine 1-Sterne-Bewertung auf der Internetseite gelassen. Nein. War total enttäuscht. Hab erwartet, dass ein 3D-Hologramm von dem Käse, von meinem Gesicht in dem Käse ist. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Ja. Bisschen körnig, ne? Das sieht aus wie, ich hatte mal einen von DM. Ja. Einer von DM und der war mit so ja, aus der Cashew. Ist gut. Der ist gut. Von DM, den finde ich gut. Ja, das ist wahrscheinlich genau das Ende. Er hat gerade gerülpst. Und ich habe es natürlich rausgeschnitten. Ich rülps immer. Hefeflockensalz, Hefe, Extrakt, Aroma und Knoblauchpulver. Ist natürlich auch nicht, wie man das eigentlich isst, ne? Ey, krass. Ich finde es besser als den von DM. Ich fange mal vorweg damit an, dass der für mich nicht nach Parmesan schmeckt. Irgend so eine leichte Parmesan-Note kommt schon raus. Ja, aber ganz dezent. Also es ist halt für mich eher Hefeflocken-Note. Und echt? Sehr salzig. Mhm. Es ist schon sehr salzig. Ja. Also es ist auf jeden Fall sehr salzig. Wir haben gerade nachgeguckt, 4,59 Euro kostet das. Das finde ich... Für wie viel Gramm? 100 Gramm. Das ist komplett unverschämt. Komplett unverschämt für das, was es ist. Weil ich habe einmal einen, vielleicht finde ich den nochmal, in einem Biosupermarkt eingefunden. Der kam für mich am nächsten bisher an Parmesan an, den ich je probiert habe. Und der war auf Kichererbsenbasis. Das hat nämlich was ganz anderes und der hat wirklich krass geschmeckt. Das hier ist frech. Also sorry, aber so geil schmeckt es auch einfach nicht. Es ist okay, also für mich ist das so 6 von 10, 6,5 von 10 vielleicht. Man muss aber dazu sagen, das ist ja eine relativ kleine Marke, das ist ja jetzt kein Riesenkonzern oder so. Das Argument ist dann halt immer so, ja, wir müssen die Preise halt teurer machen, weil die Nachfrage nicht so hoch ist. Weil ja, aber die Nachfrage ist nicht so hoch, weil nicht so viele Leute es kaufen für 4,99 Euro. Also wer kann sich das denn leisten? Das ist doch mega teuer. Ja, man muss halt gucken, wie hoch sind die Produktionskosten und ich denke mal bei so Cashews, Salz auch, dass, und was ist da drin? Cashewkern und so teuer sind, ich verstehe das, aber das muss halt, also ich kann, die Lebensrealität der Menschen ist, dass 4,99 Euro für das hier mega, mega viel ist. Und da kann ich jetzt nicht Rücksicht nehmen auf die, also ja, also am Ende, wenn es jetzt so überragend krass schmecken würde und ich würde sagen, oh mein Gott, das ist ersetzt für mich krass Parmesan, aber es schmeckt einfach am Ende nur sehr salzig und nach Hefeflocken und ich glaube, ja. Dass das kriegt man auch fast selber hin. Stimmt. Was ist da drin? Cashews, Maismehl, Hefeflocken, Salz, Hefeextra, und Knoblauchpulver. Ja, das kriegst du halt echt selber hin. Also das Ding ist, die meisten haben natürlich keinen Bock, das selber zu machen, aber kann man mal drüber nachdenken. So, the last product of the day. Das krasseste des heutigen Tages. Zeig mal her. Das Magnum Vegan. Das neue mit Raspberry Swirl, also Himbeeren. Und ich muss sagen, ich habe... Du hast noch nie ein Magnum gegessen. Ich habe noch nie das vegane Magnum probiert. Ich schon und ich kannte nur das mit den Mandeln oder mit was ist das? Weiß ich nicht. Und ich habe halt gesehen, seit kurzem gibt es jetzt das mit den Himbeeren. Deswegen muss ich das jetzt mal zeigen. Und selber auch probieren. Wisst ihr, was ich geil finde? Ich sehe ja gerade schon wieder True Pleasure for the Future und dann sieht man hier so, wie nachhaltig und green die sind und ich denke mir so, interessant, das kommt meist auf die veganen Produkte, dass die nachhaltig sind. Daran merkt man wieder, wie viel Marketing das ist. So, die veganen Produkte werden natürlich viel gezielter auch auf Nachhaltigkeit vermarktet, weil vegan lebende Menschen in der Regel oder Menschen, die dazu eine Affinität haben, auch eine Affinität zu Nachhaltigkeit haben. Den Firmen geht es nicht darum. Und das Absurde ist, es ist einfach teurer. Ja, und das ist, finde ich, richtig. Das haben wir vorhin gesehen. Was war das nochmal? Ja, das war dieses Drecksunternehmen von Nestle da. Dieses Y-Food, da standen wir davor und haben gedacht, warum ist das Vegane 30 Cent teurer? Die Unveganen waren irgendwie so 4 Euro oder so und die waren 4,30 Euro. Ja, ich meine, am Ende sind das ja nur pflanzliche Öle und so. Das ist ja Billigzeugs, das ist ja kein hochwertiges Produkt. Mhm. Da ist Rapsöl und Sonnenblumenöl drin. Okay, haben wir genug abgelästert?
Es ist nicht geschmolzen. Sehr gut. Oh, vielleicht doch. Echt? Ja. Wo ist es geschmolzen? Da unten, der Dings, der Stiel hat sich komplett gelöst und es ist auch kaputt gegangen. Ach, scheiße. Ich beiß jetzt einfach einmal rein. Oh. Es ist leider komplett geschmolzen. Ja, ist ja auch klar, wir haben 20 Grad draußen. Wir waren vor einer Stunde einkaufen. Wie soll ich das denn jetzt machen? Versuch's. Der neue Joghurtdrink in Schokomantelung von Maschnum. Ja, ganz gut eigentlich. Krass, ich find's voll boring. Echt? Ja. Also das mit Mandel ist auf jeden Fall geiler. Also ich finde es wirklich super unspektakulär. Es schmeckt für mich, als ob da wirklich einfach ein bisschen Himbeerjoghurt drin ist. Echt? Ja, ich finde es okay. Also für mich ist es so eine 5,56, vielleicht eine 6. Von mir ist eine 6. Also es schmeckt schon gut, aber haut mich überhaupt nicht von den Socken. Gut, vielleicht weil es auch tatsächlich jetzt einfach flüssigform ist. Das liegt nicht an uns, das liegt an Magnum. Also ich würde dem jetzt persönlich eine 8 geben, glaube ich. Aber das andere mit Mandel ist es doch, oder? Ich bin ja, kann unsicher. Sein. Das ist wirklich eine 10 von 10. Echt? Ja, das ist so gut, wir hätten das auch mitnehmen sollen. Okay. Ja, das waren die Produkte. Wie hast du ein Bauchgefühl, außer potenziell Krämpfe und Blähungen? Ich kann gerade an nichts anderes denken. Als Krämpfe und Blähungen? Ja, ohne Scheiß. Also. Ohne Scheiß. Oder mit. Oh Gott. Okay, jetzt hören wir auf. Flachwitz. Sorry. Es ist wirklich jetzt sehr flach. Also, es ist auch wirklich, wir sind beide sehr müde. Aber hast du irgendein Produkt, wo du sagst, das hat dich krass überrascht? Das Magnum, das ist nicht so gut, weil ich dachte. Leider. Ja. Obwohl es wir so groß angekündigt haben. Ich werde heute Nacht von dem Rittersport-Schokoladengerät träumen. Echt? Ja. Fandest du das so krass? Ja, das ist einfach total krass. Was hat denn eine 10 von uns bekommen? Das hat eine 10 von mir bekommen. Das ist das einzige Produkt, glaube ich, was eine 10 von mir bekommen hat. Kann sogar gut sein. Ja. Aber ansonsten irgendwas? Also von Green Force und auch die anderen, die haben mich auch sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ja. Und der Exquisa hat mich extrem zum Negativen überrascht. Bäh. Mhm. Bah, Exquisa, keiner schmeckt mir so wenig wie dieser. Ist aber wirklich gut. Ja? Lass das mal singen. Bah, Exquisa, keiner schmeckt mir so. Nee. Nicht so wie dieser. Keiner schmeckt mir so wenig wie dieser. Bah. Ja. Exquisa, keine schmeckt bis wenig. Okay, erst dann. Okay. Du darfst jetzt noch einen Wunsch äußern für die Community. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert auf jeden Fall den Kanal und kommentiert, was wir als nächstes testen sollen. Genau. Ich habe da jetzt auch nichts mehr groß hinzuzufügen. Ich bin mir jetzt richtig, also ich bin super voll. Wir waren davor, wie gesagt, essen. Es war wie immer wunderschön. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir freuen uns natürlich über Feedback und Inspirationen, Ideen, eure Meinung, Gedanken. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mit uns über eure Verdauung sprechen, aber das halte ich jetzt erstmal einfach offen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Rest. Tag, Nacht, wo auch immer, was auch immer gerade bei euch ist. Und wir gehen tatsächlich gleich wieder essen. Auf gar keinen Fall. Ich esse, wenn überhaupt, einen Gartensalat. Wie richtige Weg. Warum heißt er nicht Gartensalat? Wird er im Garten gegessen immer nur? Er wird im Garten. Der erste Salat, der im Garten gegessen wurde, wurde Gartensalat genannt. Irgendwie. Tschüss. Tschüss.